am Anfang gleich. Expectation Management. Es gab ein klitzekleines Missverständnis und die große Enttäuschung des Tages. Obwohl ich Fabian Grupp heiße und für die Anthropology GmbH arbeite, bin ich eigentlich deplatziert im German Track. Das Projekt, das ich heute vorstellen möchte, und die Firma kommen eigentlich aus den USA. Ich hoffe, dass es trotzdem ganz interessant für Sie wird. Und da wir, wie gesagt, ein GmbH haben, auch einen ganz großen Fokus auf das europäische Geschäft legen, denke ich, dass wir trotzdem einen Anknüpfungspunkt finden. Und was das Thema additive Fertigung angeht und wie wir das revolutionieren, das werde ich jetzt ein bisschen erklären. Und ich mache es genau andersrum, als der Alamir es gerade getan hat. Ich mache erst die Propaganda und dann kommen wir zu Proof is in the Pudding. Genau, wir hatten ein bestimmtes Projekt, der Dr. Alami Mosen hat es gerade eben auch schon erwähnt, die 3D Pioneers Challenge, vor kurzem eine additive Design Challenge, die es schon ein paar Jahre gibt, wo der Dr. Mosen auch im Finale gelandet ist. Wir haben die Kategorie Digital dort mit diesem kraftstoffgekühlten Ölkühler oder auch FCOC, der Fuel Cooled Oil Cooler, gewonnen. Und warum wir das getan haben, ein bisschen später, jetzt ganz kurz. Uns gibt es schon eine ganze Weile, 2015 gegründet in New York City von einem Architekten. Und der hat damals eine Software entwickelt für sogenannte Beam-Based Lattices, also Gitterstrukturen für die additive Fertigung. Hat aber die ganze Zeit schon ein bisschen ein Auge darauf geworfen, dass in der CAD-Konstruktion die Werkzeuge so langsam ein bisschen an ihre Grenzen kommen. Weshalb er dann ein Pilotprojekt gestartet hat zum generativen Design, die sogenannte Entor Platform. Die hat Lockheed Martin 2018 gesehen und die haben gesagt, wow, wir möchten Partner sein und nicht nur Kunde, und haben ein Investment getätigt. Das hat uns dann ermöglicht, 2018 die Entor Platform richtig zu entwickeln. Im letzten Jahr, 2019, sind wir mit der Entor Platform 2.0 auf der Form Next, die leider ja dieses Jahr nicht stattfinden wird, in Frankfurt aufgetreten. In dem Jahr hatten wir nämlich 20 Millionen in der Serie B eingesammelt und ganz wichtig, die GmbH in Deutschland gegründet. Und gerade diese Woche, also ganz, ganz, ganz frische Neuigkeiten. Wir haben die Serie C abgeschlossen jetzt und das wird uns ermöglichen, dass wir weiterhin sehr nachhaltig wachsen können. Auch in Deutschland. Wir bekommen ein paar neue Kollegen für unser Team, da freue ich mich schon ganz arg drauf. Die Industrien, wo wir uns drauf konzentrieren, die haben alle eigentlich gemein, dass die Engineering-Projekte dort unfassbar kompliziert sind mittlerweile. Und ich rede nicht nur von der reinen Anzahl der Teile, wenn Sie sich so einen Automobilvorderbau angucken oder sowas. Ich rede auch von der reinen Komplexität des Bauteils selber. Ganz einfach konnten die Softwarearchitekten, die in den 2000ern so die 3D-Modeller entwickelt haben, die konnten noch nicht vorhersehen, was das Advanced Manufacturing, auch die additive Fertigung, uns ermöglichen würde. Und die Software rennt ein kleines bisschen hinterher, was wir tatsächlich eigentlich fertigen können. Wenn Sie zum Beispiel an Freiform-Modellierung denken oder auch an die berühmten Lattices. Ganz generell, all diese Industrien benutzen ihre CAD-Sachen, ihre CAD-Tools für Sachen, für die die nicht gebaut worden sind. Und das ist genau, wo wir reinkommen. Wir sind eine Plattform, die sich darauf konzentriert, nicht ein Einzelteil, sondern einen Prozess zu erstellen, wo das Einzelteil dann als Resultat entsteht. Man nennt es Computational Modeling. Im Deutschen finde ich eigentlich prozedurales Design ist der schönste Begriff, mit dem man das beschreiben kann. Drei Dinge hat unsere Plattform, die uns besonders rausstellen und die uns erfolgreich machen. Zum einen haben wir einen eigenen Geometrie-Kernel, die Implicit Modeling Engine, die wir selbst entwickeln. Das ist, da werde ich ein bisschen nerdy noch drauf eingehen, eine ganz spezielle Form von Mathematik, wo die Operationen auf der Geometrie nicht kaputt gehen können und sie können unlimitierte geometrische Komplexität abbilden. Dann können wir mit Felddaten arbeiten. Felddaten, das ist die Sprache der Physik eigentlich. Und ob die Felddaten jetzt aus einer Simulation rauskommen, wie eine Elemente-Simulation, oder ob sie Messwerte haben aus richtiger empirischer Forschung, das ist uns eigentlich relativ wurscht. Da sind wir agnostisch. Hauptsache das Feld, das ja auch wirklich dargestellt werden kann durch
eine Excel-Tabelle durch ein paar Zahlen. Hauptsache, dieses Feld ist vorhanden und damit können wir direkt die Geometrie informieren. Und wir legen ganz großen Fokus darauf, dass diese Prozesse, die unsere User aufbauen, wiederverwendbar und teilbar sind. Der Nerdy-Teil, ganz, ganz kurz nur. Wer sich mit CAD-Konstruktion, mit Design auskennt, der weiß, was ein BRAP ist, eine Boundary Representation. Und wie der Name schon sagt, diese Art, Daten darzustellen, 3D-Modelle darzustellen, definiert diese Modelle über ihre Grenzen. Unser Ansatz ist mathematisch ein etwas anderer. Bei uns ist vereinfacht ausgedrückt so ein Teil nicht begrenzt in den drei Achsen. Es ist in der Unendlichkeit sozusagen vorhanden, beschrieben durch ein Feld. Bei uns ist ein kompletter Körper durch eine Abfolge von mathematischen Gleichungen beschrieben. Hier wird es dargestellt mit der Kreisgleichung, also wie Sie zwei Kreise in B-Wrap zusammenbringen können oder wie Sie das über Felder tun könnten. Der große Trick dahinter ist, dass die wichtigste Operation, die es im CAD gibt, im Computer-Aided Design, die Boolesche Operation, mit der Sie Teile zusammenbringen, abziehen, Schnittmengen bilden können. Die Operation ist für uns eine triviale. Und das bedeutet, dass wir unlimitiert komplexe geometrische Modelle bearbeiten können, solange wir die in unserer Sprache, in diesem Implicit Modeling durch ein sogenanntes Sign Distance Field darstellen können. Wir wissen selbstverständlich, dass Fertigung und Produktentwicklung nicht nur in unserem Werkzeug stattfinden. Ja, und das ist, wir sind, auch wenn man uns mittlerweile als Scale-up, nicht mehr als Startup bezeichnet, verhältnismäßig klein mit 80 Leuten. Das heißt, unsere Philosophie ist Interoperabilität. Wir versuchen, in alle Tools, in alle Datenmodelle, die es so gibt in der Fertigung, in der Produktentwicklung, sauber zu integrieren. Und das versuchen wir, indem wir diese verschiedenen Modelle, sei es jetzt eine STL aus dem 3D-Druck, das Format, das alle verzweifelt versuchen abzuschaffen, das aber einfach sehr, sehr persistent ist, weil es doch seine Vorteile hat, zum Beispiel zum Slicen. So was rechnen wir um in unsere Mathematik auf der rechten Seite. Dieser Körper ist jetzt wirklich wie, wenn Sie eine Kugel durch eine mathematische Gleichung beschreiben, ist der Körper auf der rechten Seite durch eine mathematische Gleichung beschrieben. Wir gehen sehr häufig direkt auf Slice-Daten. Das ist durch Manufacturing Data da unten dargestellt. Automatisierung hatte ich erwähnt. Automatisierung bedeutet, bei uns baut ein Kunde den Prozess, in dem man Regeln und Rezepte in Abhängigkeit voneinander speichert, hat bestimmte Inputs, das ist zum Beispiel eine konventionelle CAD-Konstruktion, also Modelldaten, oder es sind physikalische Daten, die vorgenannten Felder. Sie sagen, da lastet diese und diese Kraft drauf, wie bei einer Topologieoptimierung, eins der Dinge, die wir tun können. Oder Sie haben tatsächlich das Resultat von einer Topologieoptimierung. Und ganz wichtig und nicht zu unterschätzen ist das Prozess-Know-how, weil das ist der Kern unserer Philosophie momentan. Es ist ganz oft die Rede von generativem Design und ganz oft ist es einfach eine Blackbox. Also man hat bestimmte Anforderungen, ganz großartig für explorative Designs, sind bestimmte Anforderungen, sie schmeißen die da rein und ein Algorithmus macht Annahmen über das Fertigungsverfahren. Und es ist super, super gut, um ganz viele Ergebnisse ganz schnell zu kriegen. Wenn ich mich aber im Markt absetzen möchte, eine IP irgendwo fangen, dann muss ich mich durch mein Prozess-Know-how absetzen und dieses Prozess-Know-how, dass ich am besten weiß, wie ein Teil gefräst wird, wie es 3D gedruckt wird, wie eine Wandstärke aufgedeckt werden soll und so weiter und so fort. Das wird in diesen Workflows gefangen. Ich hatte es angedeutet, wir sind nicht die Größten mit 80 Leuten ungefähr im Moment gerade und dass deswegen wir auch ein Siemens NX oder ein CATIA nicht in den nächsten 2, 3 Wochen zumindest abschaffen werden. Also ganz kurz für die Technikfreaks, wie agieren wir mit den verschiedenen Datenformaten? Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist rechts unten, ist 3D-Druck. Wir slicen unsere Modelle sehr häufig direkt in der Software, weil anders diese Komplexität, die unsere Kunden abbilden möchten, nicht abbildbar ist. Also keiner hat Lust, mit einer 14 GB STL zu arbeiten. Das ist einfach unmöglich. Oh, wir haben, glaube ich, Chatfragen, oder? Ich werde noch jetzt schon auf die Zeit aufmerksam gemacht. Lässt sich perfekt freiformen. Ja, Geomagic, guter Punkt hier, kleine Werbung am Rande. Ja,
lässt sich sehr gut freiformen. Und da sieht man dann aber auch sehr, sehr schnell die Modelle, wenn man sowas zum Beispiel wieder formtreu in einen B-Wrap überführen möchte. Also sind halt Reverse-Engineering-Toleranzen. Mit denen Problem haben wir auch zu kämpfen. Wenn wir zurück in ein PLM-System möchten, müssen wir natürlich wieder ein B-Wrap, eine Cut-Datei ausrechnen. Und ja, also da sind wir in denselben Toleranzen unterwegs, also Reverse Engineering. So, Proof is in the Pudding, sagen die Amis. Was wir hier gerade sehen, das ist so eine kleine Applikation, die einfach nochmal ein bisschen zeigen sollte, was ich bisher erzählt habe. Also wir haben diese unzerbrechliche Geometrie in der Mitte, das heißt, es lässt sich unlimitiert komplexe Geometrie abbilden. Hier sieht man das durch diese Voronoi-Strukturen auf der rechten Seite. Wir haben, ich möchte, Sie können sich ausdenken, wo diese Kräfte gemessen wurden. Wir haben Kräfte gemessen, die dann genutzt wurden, um die Dichte dieser Gitterstrukturen anzupassen. Das ist das sogenannte feldgetriebene Design, Field-Driven Design. Die Kräfte kommen rein und haben automatisch dort die Dichte erhöht, wo mehr Last ist. Und auf die Art und Weise, das ist das, was ich meinte mit Reusable Workflow, mit Automatisierung, mit man designt einen Prozess. Ich konstruiere nicht 20.000 Zettel für jeden Hintern, sondern ich baue eine Automatisierung, die sowas automatisch kann. Okay, Topologieoptimierung ist aufgekommen. Wir nehmen das Ganze allerdings ein bisschen größer wahr. Das ist nur ein Pfeil in unserem Köcher. Das Problem, das man damit eigentlich sehr, sehr häufig angeht, ist eigentlich das Leichtbau im erweiterten Sinne. Und Leichtbau, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Methoden, dieses Ziel zu erreichen. Das könnten zum Beispiel komplett andere Fertigungsprozesse sein. Composites bieten sich an oder es könnte hier, sieht man das ganz, ganz schön, Oberflächenstrukturierungen sein, wo man einfach die Wandstärke reduzieren kann, indem man so ein ISO-Grid drauflegt oder ähnliches. Noch ein ganz kurzes Beispiel, strukturelle Optimierung. Dieses Bauteil, dieses Resultat einer Topologieoptimierung, was man hier auf der rechten Seite sieht, ich hoffe, dass das auf dem GIF deutlich wird, das ist nicht einheitlich, das hat keine einheitliche Wandstärke. Und das liegt daran, dass wir das Ergebnis einer statischen Lastanalyse, finite Elemente-Analyse, verwendet haben, um selektiv die Wand dort aufzudicken, wo man das braucht. Und so kann man natürlich perfekt Material sparen in der additiven Fertigung. Ganz generell durch diesen mathematischen Ansatz kann man brutal gute Design-of-Experiment-Setups machen und unlimitierte Komplexität ist natürlich für Oberflächentexturierungen fantastisch, wo man heutzutage noch mit Bitmaps arbeitet und Cut-Daten tesselliert und dann im Photoshop irgendwelche Grafiken anpasst und solche Faxen. Das ist bei uns ein Teil vom Datenmodell, also wirkliche Geometrie. Hochkomplex wird gern verwendet, dann auch im sogenannten für sogenannte Architected Materials, wo man durch die physikalischen Eigenschaften eines geometrischen Designs Materialeigenschaften sozusagen des Endprodukts verändern kann. Also ähnlich des Beispiels mit dem Sattel, da wo diese Lattices, die Voronoi-Gitterstrukturen dichter sind, da kollabieren die natürlich weniger soft als rundrum und dadurch kann man wunderschön angepasste Materialien für additiv designen. Das ist die Angeberfolie, da sage ich einfach gar nichts dazu, außer dass die aus unterschiedlichen Cases natürlich zusammengesetzt ist und nicht ein Master Case da die Dinge ist. Okay, ich habe leider gar nicht auf die Zeit geguckt, ich hoffe, ich langweile Sie noch nicht, sollte jemand schreien, wenn das jetzt schon lang drüber ist. Okay, ich mache einfach mal weiter. Das ist nämlich der Case, den wir bei der 3D Pioneers Challenge eingereicht hatten. Und dankenswerterweise haben die uns auch mit dem Sieg in der Digital Category beehrt. Ich hoffe, dass Sie das in der Kamera sehen können. Hier ist mal so ein Beispiel. Das ist nicht das Originalteil, vielleicht auch einer der Gründe, warum ich im German Track bin. Gebaut wurde das Ganze nämlich auf einer Anlage der Firma EOS, allerdings also die kommen natürlich aus Bayern hier, allerdings in den USA. So, dann gehen wir mal kurz rein. Wärmetauscher, relativ simpel. Also, warum will man das Ganze? Der Kraftstoff im Flugzeug ist in den Tragflächen. Die Tragflächen sind exponiert, sind also
schweinekalt auf Deutsch gesagt. Dadurch kristallisiert der Kraftstoff sehr gerne und ja, sie brauchen Energie, um den wieder flussfähig zu machen. Sie haben aber einen Riesenhaufen kostenlose Energie von den Turbinen. Die werden heiß und müssen gekühlt werden. Was macht man also? Den Ölkreislauf zur Kühlung der Triebwerke führt man an diesem kalten Kraftstoff vorbei, hat einen Wärmetausch, beide Systeme funktionieren besser und es kostet nichts. Und warum additiv? Also das Ganze, und das ist vielleicht nochmal ein bisschen ein German Track, also das Ganze kommt aus einem America Makes Project. America Makes ist eine Zusammenfassung von Unternehmen, öffentlichen Institutionen, die durch additive Fertigung in Amerika die fertigende Industrie ein bisschen anschieben möchten. Und da ist viel Luft- und Raumfahrt und Defense dahinter auch, weshalb man sich dann auf einen Wärmetauscher, ich glaube, der ist im Apache-Helikopter oder so eingebaut, konzentriert hat und den verbessert hat. So. Und das Optimierungsziel ist, es ist ein Wärmetauscher. Überraschung, Wärmetausch. Das kann man natürlich, es gibt ja verschiedene Arten, in dem Fall jetzt konzentriert auf Convection, Conduction, also die Oberflächen, die Surface Area, die Oberfläche optimiert und die Dicke des Materials minimiert für einen optimalen Wärmeaustausch. Das sind die Optimierungskriterien. So, ich hatte vorhin gesagt, dass man bei uns einen Prozess designt und das bedeutet, man kann schnell iterieren. Hier sieht man jetzt das Original von diesem Wärmetauscher bereits mit diesen TPMS-Gyroid-Strukturen, die eine sehr, sehr hohe Oberfläche gewährleisten. Also Triply Periodic Minimal Surface Strukturen heißen die. Das ist eine mathematische Wunderwaffe für Oberflächenoptimierungen eigentlich. Hier sieht man allerdings, wer sich mit additiver Fertigung auskennt, auch ein bisschen ein Problem. Das könnte ich aufrecht im Leben nicht bauen. Also nächste Iteration und da kommt uns zu Pass, dass wir diese volle Parametrizität haben. Es wird irgendwas geändert im Prozess und der kalkuliert automatisch neu. Also alles ist nur Regel und Rezept in Abhängigkeit. Es ist nicht statisch. Sie ändern etwas und der ganze Rest vom Prozess wird nachgerechnet. Es wurde also angepasst, so 45 Grad kann man normalerweise bauen, es hat sich dann aber gezeigt, mit einem solchen Bogen wird es noch besser, aber das hat noch einen viel, viel, viel cooleren Grund, das sage ich dann gleich, wenn wir uns die Simulation angucken, noch ein bisschen was dazu. Erster Ansatz oben, diese radial angeordneten Strukturen waren aufgrund der Simulation, wusste man das dann, thermische Simulation, CFD-Simulation, war nicht die optimale Lösung, also war die nächste Iteration, der nächste Schritt dann, das mit den Außenflächen zu verbinden, was irgendwie, finde ich, auch sehr, sehr logisch und sehr eingängig ist. Und das war dann die finale Geometrie. Da ist dann nochmal so ein kleiner Dom eingebaut worden. Das ist auf der Additivanlage, also mit DMLS, auf den EOS-Anlagen, sauber gebaut werden konnte. Und hier sieht man jetzt ganz hübsch, was passiert ist. Der Vorteil an unserer mathematischen Herangehensweise ist, und dadurch, also dass wir in verschiedene Formate konvertieren, ist, dass es übergangslos mit so Simulationswerkzeugen zusammenarbeitet. In diesem Fall war das ANSYS CFD, also eine Flusssimulation aus dem Hause ANSYS. So, kennt jeder, der auf diesem Call ist, bin ich mir sicher. Wir haben einfach die Liquid Domains, Gott, das muss ich im Kopf wieder zurück so übersetzen, die Flüssigkeitsdomänen als TED Meshes, direkt als finite Elemente Ready Meshes rausgeschrieben. Sie exportieren einfach die beiden Flüssigkeitsdomänen und dann können Sie schon direkt im CFD damit arbeiten. Hier sieht man wunderschön, wie dann tatsächlich diese Design-Iteration, von der ich gerade geredet habe, wie die das verbessert hat und dass diese Design-Iteration nicht nur eine Baubarkeitsverbesserung war. Sie sehen hier auf der linken Seite das Original. Da zirkuliert der Flüssigkeitsstrom unten fröhlich rum und es bringt überhaupt nichts. Auf der rechten Seite, wo der von unten kommt, und das ist auch gleichzeitig das, was am optimalsten, was optimal baubar war, sehen Sie, dass die Turbulenz eine ganz andere ist und der Flüssigkeitsstrom, die Turbulenz, die reingehauen wird, der bewegt sich stärker nach oben. Sie haben eine deutlich bessere Energieverteilung im finalen Design. Was ich daran so gigantisch
so fantastisch finde, und ich glaube, das haben eben auch die Juroren der 3D Pinance Challenge verstanden, dass eine Baubarkeitsverbesserung und eine Performanceverbesserung sich nicht ausschließen, sondern das ist the pinnacle of design for additive manufacturing, seinen Prozess im Kopf haben, den Prozess fassen in ein Werkzeug und damit dann ein besseres Teil zu bauen und das Ganze simulationsgetrieben. Und das Wunderschöne war, das Ganze ist ausgelegt gewesen als ein sehr, sehr gründlicher Proof of Concept. Entschuldigung, wir haben es gebaut mit den Firmen HRL, also die HRL Laboratories. Die haben ein hochfestes Aluminium aus der 7000er-Familie entwickelt. Das erste Pulver in Additiv dieser Art. Morph 3D ist ein Dienstleister, die mit sehr, sehr vielen EOS-Anlagen auch in Kalifornien Flugzeugteile, Luft- und Raumfahrtteile bauen. Und die haben als erstes diesen Wärmetauscher gebaut. Und es sind natürlich ein paar kleine Verbesserungen hier, wie dieses ISO-Grid, das man bei uns einfach in 1,5 Minuten auf jede Cut-Datei draufklatschen kann. Insgesamt wurde bewiesen, es ist absolut möglich, das Additiv herzustellen. Die Oberfläche wurde um 146% erhöht. Dieses 7000er Aluminium ist ein ganz interessanter Ansatz, weil alle sich aufs Kupfer stürzen momentan wegen der extrem guten Wärmeleitfähigkeit. Man kann aber auch durch dünnere Wandungen mit einem stabileren Material ähnliche Ergebnisse hinkriegen. Und durch die Simulation, durch den Einsatz von diesen ANSYS CFD-Tools wurden nochmal 12% Verbesserung im Schluss rausgeholt. Das hört sich jetzt fast schon so an wie ein perfektes Schlusswort. Ich hoffe, das war's. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe das Ding nicht gebaut, sondern der Mikey Flahinas ist ein Researcher, Senior Application Engineer bei uns. Der hat natürlich ein halbes Jahr daran geforscht. Da steckt ganz viel Brainpower drin. Wer Fragen hat, jederzeit, E-Mail-Adresse ist gerade unten kurz angezeigt. Fabian Krupp, kein Punkt dazwischen, @anthropology.com. Wer sich nicht merken kann, eu@anthropology.com funktioniert auch. Danke für die Aufmerksamkeit.